Also, Herbert, was macht deiner Meinung nach die hohe Kunst des Puppenspiels aus? Die Fertigkeit, mit den Fingern zu arbeiten und darzustellen. Zweite Frage: Hast du schon mal in deinem Leben mit Puppen gespielt? Ja, als Kind. Und was für Puppen? Kasperle. 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 Dritte Frage: Weckt Puppenspielkunst Bedürfnisse und wenn ja, welche? Ja, das ist drauf. Weiß ich nicht. Würde passen. Kasperle.